wie ein Missgeschick in einem österreichischen Labor möglicherweise einen Meilenstein gelegt hat für die Erforschung von Gehirnkrankheiten. Das sehen Sie gleich noch in unserer Sendung. Davor noch ein paar wichtige Nachrichten kurz zusammengefasst für Sie in unserem Meldungsblock. Die Bürger von Katalonien sollen am 1. Oktober über die Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Das hat Regionalpräsident Carles Puigdemont bekannt gegeben. Die spanische Regierung lehnt ein Referendum weiter ab. Eine Volksbefragung im Jahr 2014 mit 80% Ja-Stimmen war für verfassungswidrig erklärt worden. Im Irak sind bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens 29 Menschen getötet und 46 verletzt worden. Ziele waren ein Markt im Ort Musayib und ein Parkhaus im schiitischen Wallfahrtsort Kerbala. Die Terrormiliz IS hat sich zu den Anschlägen bekannt. Dominic Thiems Siegeslauf bei den French Open in Paris ist beendet. Der Niederösterreicher verliert im Semifinale gegen den besten Sandplatzspieler Rafael Nadal aus Spanien klar in drei Sätzen. Nachdem Österreichs Nummer 1 das Semifinale im Vorjahr verteidigt hat, bleibt er aber in den Top 10 der Weltrangliste. ZIP2-Moderator Armin Wolf ist in Hamburg mit dem Leuchtturm für publizistische Leistungen ausgezeichnet worden. Er erhält den Preis für die unerschrockene und hartnäckige Art seiner Interviewführung. Vergeben wird der Preis von der Deutschen Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche.